dann können diese Tumorzellen sogar Makrophagen anzapfen über Tunnelproteine und denen Mitochondrien klauen zu ihrem eigenen Zweck. Herzlich willkommen zu einem weiteren Videobeitrag im Zusammenhang mit dem ProResolving-Mediatoren. Und heute geht es um das Thema Krebs. Viele wissen ja, dass Aspirin oder Acetylsalicylsäure einen gewissen krebsreduzierenden Effekt hat, indem es antientzündlich wirkt. Aber welche Bedeutung haben dabei die ProResolving-Mediatoren? Und dazu habe ich hier eine kleine Studie und die stelle ich Ihnen gleich vor. Wenn Sie spannend finden, bleiben Sie dran. Aspirin-getriggerte ProResolving-Mediatoren stimulieren die Auflösung von Krebs. Das heißt, es ist auch etwas, was man einsetzen kann, wenn man schon Krebs hat. Und so ist bekannt, dass die Mikroumgebung des Tumors, the Microenvironment, ganz stark dafür verantwortlich ist, ob ein Tumor wächst oder nicht wächst. Erhebliche epidemiologische Beweise deuten darauf hin, dass Aspirin Entzündung unterdrückt, auch das Krebsrisiko senkt. Der Mechanismus, durch den Aspirin Krebs hemmt, ist unklar geblieben und die Giftigkeit, also Toxizität, hat seine klinische Verwendung eingeschränkt. Problematik ist ja immer, dass Aspirin auch Blutungsneigung erzeugt. Es hat eine irreversible Hemmung der Blutplättchen zur Folge. Und das dauert etwa 10 Tage und dann müssen die erneuert werden und dann hat man wieder eine normale Plättchenfunktion. Und mit einer Aspirin-Medikation geht also auch immer ein erhöhtes Blutungsrisiko, auch im Zusammenhang mit Operationen einher. Deswegen wird das auch immer gefragt, was sie alles so einnehmen, um dann, wenn man Zeit hat, eine Operation zu planen, nach Möglichkeit, um Nachblutung zu vermeiden, auf solche Medikamente zu verzichten. Aber es hat eben, und hier steht es, blockiert nicht nur die Biosynthese von Prostaglandinen. Es kann also im Umkehrschluss neben der Entzündungshemmung Prostaglandin E2 und Hemmung von Thromboxanbildung auch dazu führen, dass auch kein Prostazyklin gebildet wird. Und das ist übrigens bei anderen NSAR, nicht-steroidalen Antirheumatika und Cyclooxygenase-2-Hämmern, die hier beteiligt sind, auch der Fall. Und dann kann es sein, dass man durch die Einnahme solcher Medikamente in höherer Dosis, mehr als 100 Milligramm am Tag, auch eine Minderdurchblutung im Endstromgebiet, aber eine deutlich stärkere Blutungsneigung erzielen kann, sodass man dann über den Magen- oder Darmtrakt auch verbluten kann. So stimuliert aber auch endogene Produkte von entzündungshemmenden und proresolvierenden, also zur Entzündungsausheilung beitragenden Mediatoren, die als Aspirin getriggerte spezialisierte ProResolving-Mediatoren ATSPMs bezeichnet werden, wie die Aspirin getriggerten Resolvine AT-Resolvin-DS und Lipoxine AT-Lipoxin-S, also acetyliert. Unter Verwendung genetischer und pharmakologischer Manipulation eines solchen ProResolving-Rezeptors zeigen wir, dass die Antitumoraktivität von Aspirin über das AT-Resolvin-DS vermittelt wird. Und darüber hinaus die Behandlung von Mäusen mit diesem Resolvin oder auch dem acetylierten Lipoxin A4 das primäre Wachstum, Tumorwachstum hemmte. Und zwar dadurch, dass die Makrophagenphagozytose, also die Makrophagen sollen aufräumen, sollen auffressen, sollen die Tumorzelltrümmer wegnehmen und damit die ansonsten von diesen Makrophagen freigesetzten pro-, also entzündungsförderlichen Botenstoffe reduzieren, einschließlich des Migrationsinhibitionsfaktors, des Plasminogenaktivators Inhibitor 1 und des CC-Motiv-Chemogen-Liganden-2-Monozyten-Chemoattractant-Protein-1. Dabei handelt es sich um Zytokine, die im Zusammenhang einer Entzündung, eines Tumorwachstums, einer Gefäßneubildung von Bedeutung sind, auf der einen Seite, auf der anderen Seite Plasminogen-Aktivator-Inhibitor,
habe ich mal im Studium gelernt, if pi ist die Abkürzung dazu, pi is high, you will die. Und das bedeutet, dass man darüber auch eine Gerinnungsaktivierung hinbekommt und dass dadurch auch Gewebe zum Absterben verdonnert wird. Oder dass der Tumor damit in der Lage ist, Umgebungsgewebe so abzuschneiden, dass er es als Nahrungsgrundlage für sein Zellwachstum nehmen kann. Und dass er Makrophagen für sich rekrutieren kann, dass die also gar nicht mal nur als Fresszellen kommen, die aufräumen, sondern dass die sozusagen rekrutiert werden für das eigene Ziel. Und insofern ist es wichtig, dass man mit Substanzen, die eine gewisse gesunde Funktion haben auf alle anderen Körperzellen, nicht nur dieses spezielle Microenvironment, sondern auch das Microenvironment im weiteren Sinne zu verbessern. Denn dazu passen auch Studien wie zum Beispiel der Mitochondrial Crosstalk, dass also die Mitochondrien der verschiedenen Zellen untereinander, miteinander kommunizieren und darüber entscheiden, was dort zu passieren hat. Und wenn das schief läuft, dann können diese Tumorzellen sogar Makrophagen anzapfen über Tunnelproteine und denen Mitochondrien klauen zu ihrem eigenen Zweck. Also es ist ja sowas von perfide, diese sogenannte Kriegsführung der Krebszellen, dass das also einem Mehrteiler eines Kriegsfilms sehr nahe kommt. Und da ist schon ein Regisseur dabei, der hat wirklich ganz dick hinter den Ohren. So, was wir aber erkennen ist jetzt hier, die Auflösungsaktivität von diesen Resorbinen und den Lipoxinen kann einen Teil der breiten Antikrebsaktivität von Aspirin erklären. Bedeutet also, wenn Sie zum Schutz vor Gefäßverkalkung, zum Schutz von Krebs, Aspirin in niedriger Dosis unter 100 Milligramm pro Tag zu sich nehmen, was ja primärpräventiv keine Indikation hat, sondern nur sekundärpräventiv, wenn Sie schon mal irgendwo einen Infarkt oder einen Hirninfarkt oder einen Herzinfarkt oder eine transitorische ischämische Attacke oder etwas in dieser Art haben, vorflimmern, dann wird sowas ja indiziert, also sekundär, weil man ansonsten eben auch mit Blutungsneigung rechnen muss, dann sollten auch immer die EPA und DHA-Werte stimmen und dann sollte auch eigentlich immer an Pro-Resolving-Mediatoren gedacht werden. So, das heute zum Thema, wer das also lesen will, hier die DOI, dann hat man diesen Artikel aus dem März 2019 und kann sich das im Detail angucken mit allen Zahlen und Grafiken, die es hierzu gibt. Und Sie finden eine ganze Reihe von weiteren Artikeln auf dieser Seite. Ja, so, das dazu. Nicht nur Entzündungshemmung, auch Auswirkung auf das Krebswachstum sind Aufgabe der Pro-Resolving-Mediatoren. Beschäftigen Sie sich mit dem Thema, es lohnt sich.